Throughout the autumn of 1942, the German 6th Army slowly ground its way towards the capture of Stalingrad. Deep behind the Russian lines, preparations were already underway for a massive counter-offensive to be launched on November the 19th. This counter-offensive would doom 6th Army's effort and spell the collapse of the whole German campaign in the south. This great offensive would not fall on the city itself, but on the thinly held German lines to the north and south of the city. North of Stalingrad, the situation was particularly alarming. The great bend of the River Don was held by a mixture of Romanian, Italian, and Hungarian forces. In diesen Wochen haben wir also unsere Stellung dort ausgebaut. Das Bataillon, was ich führte, war aufgrund der Nachbarschaft zu den Rumänen und damit, wie es oft bei im Krieg war, bei Grenzsituationen zu einem Nachbarn, dessen Kampfkraft nicht so hoch eingeschätzt worden war, war mein Bataillon besonders noch zusätzlich verstärkt worden. Die Berechtigung für diese Verstärkung ergab sich auch daraus, dass wir bereits im Oktober auf der nördlichen Seite unseres Abschnittes, also über den Don nach Norden hinaus, feststellten, dass sich auf russischer Seite erhebliche Truppenbewegung durchvollzogen. Und zwar war deren Richtung immer nach Westen, das heißt also vor den Abschnitt der rumänischen Armee gerichtet. Und das führte bei uns zu dem Verdacht, dass der Russe dort vor dem rumänischen Abschnitt stärkere Kräfte zusammenzieht und eventuell gerade in dem ja von uns aus als nicht so kampfkräftig angesehenen Abschnitt eventuell ein Angriffsunternehmen vorbereitete. The Hungarians and the Romanians are traditional enemies. So, Army Group B inserted the Italian 8th Army into the line. As the build-up to the Soviet offensive could no longer be concealed, it was perfectly obvious to many in the German high command that a potential disaster was looming there. Despite the appalling demands of the fighting, some reinforcements were made available. Ich hatte also außer der normalen Stärke meines Bataillons noch eine zusätzliche Kompanie unterstellt bekommen. Ich hatte ferner noch eine Panzerabwehrkompanie zur Verstärkung, ich hatte eine Nebelwerferbatterie zur Verstärkung und außerdem war in meinem Abschnitt noch eine zusätzliche Artillerieabteilung eingesetzt. Die Stellung war auch insofern nicht ganz unwichtig, weil links von mir, also westlich, am Don, neben der 6. Armee die 3. rumänische Armee eingesetzt worden war und mein unmittelbarer Nachbar war die 1. rumänische Kavalleriedivision. Not only did Hitler ignore the warnings of his generals, which grew more urgent as the campaign developed, but he continuously weakened the flanks by siphoning off forces to feed his ongoing obsession with capturing the city. As Russian strength grew, so did the intensity of their attacks on the exposed flanks of the 6th Army. Das feindliche Geschützfeuer war zunächst nicht besonders schlimm. Es entwickelten sich aber punktuelle Angriffe und der Russe versuchte mit Panzern, vornehmlich D-34 und den Panzern folgender Infanteristen in unsere Stellungen hereinzukommen. Diese Angriffe konnten aber immer wieder gut abgewehrt werden. Although the Red Army was holding on by its fingertips in the city itself, Soviet intelligence was well aware that the German army was being pushed to the very limits of its strength. The huge reserves of the Russian industrial hinterland
were now producing tanks and guns in the quantities needed. Vast reserves of manpower could still be tapped, and a massive counterstroke was at last a possibility. Worst of all, the Germans were fighting the battle at the end of a supply line 1,200 miles in length. Every single bullet, every single gun, every single piece of food had to be brought 1,200 miles from Berlin to Stalingrad. One more reason for the impending disaster. The Soviet High Command saw with a keen eye that both sides of the thinly stretched line to the north and south of Stalingrad were held by low-quality Romanian, Hungarian, and Italian troops. It was upon these divisions that the great Russian counterattack would break. Many of the German High Command were aware of the dangers, and Zeitzler, the Chief of Staff, actually flew to Hitler's headquarters in order to plead for permission for a withdrawal before the coming Soviet offensive had even begun. But Hitler was emphatic. He refused to move his troops from the Volga, and the rest is history. The Soviet counterstroke was unleashed on November the 19th. Wir konnten dann am 19., 20., 21. November konnten wir sehen, da das Gelände von uns aus nach links, sprich nach Westen, etwas abfallend war und wir ziemliche Einsicht bis zum Don hatten, konnten wir sehen, dass der Russe mit sowohl Panzern als auch Infanterie dort durchgebrochen war. The scale of the Soviet counteroffensive, which opened on November the 19th, 1942, came as a catastrophic shock to the Germans. There had been intelligence reports, but Hitler didn't realize the scale of what was going to happen. The first thing that happened was that to the north of the Don, north of Stalingrad, several Soviet armies, including a tank army, fell on the German flank manned by the Romanian, Hungarian, or Italian armies. And at the sight of this Russian advance, the Romanians broke and fled. The full scale of the impending disaster could only be seen from the air. Als ich dann noch mal Einsatz flog, einen Aufklärungseinsatz mit einem Schulfreund von mir, einem Fliegerkameraden von mir, da gehen wir runter, sehen die ähnliche Farbuniform wie die Russen, so bräunlich. Und da kriegen wir Beschuss. Wir wackeln noch, um erkennen zu geben, dass wir eigene sind. Und dann stellen wir fest, das sind die Russen, da waren die schon durch. Die kamen zurück, landeten, machten die Meldung, haben gesagt, das gibt's nicht. Da können die noch gar nicht sein. Dann ist unser Commander noch mal selbst geflogen, kam zurück, stimmt ja. Ja, und dann war die Aufregung groß, was machen? Da war gerade der Platz wie Tomini, also auf dem Laken hier, der ja auch die ganze Versorgung der Versorgungsmaschinen übernehmen musste, der war gefährdet. Da haben wir dann nachts in Stellung gelegen, haben den Platz dann verteidigt, dann tags immer geflogen. Da haben manchmal 10, 12 Einsätze am Tag gemacht, in dem Ring jetzt, und dann nach Stalingrad rüber. Ja, es war eine verrückte Zeit und war eine idiotische Zeit, weil sie vermeidbar gewesen wäre im Nachhinein. Aber dann kam es dazu, dass am Morgen des 19. November wir geweckt wurden durch die Nachricht, dass bereits in dieser Nacht bei den Rumänen bekannt geworden war, dass unmittelbar ein russischer Großangriff bevorsteht. Und kurz danach, an diesem Morgen, war es tatsächlich so, dass sowohl auch an der Front meines eigenen Bataillons, deren Stellung inzwischen sehr gut ausgebaut worden war, aber noch viel mehr westlich von uns auf der Seite der Rumänen, offensichtlich eine mit erheblicher russischer Feuervorbereitung, ein russischer Angriff dort sich vollzog.
Im Laufe des Tages stellten wir bald fest, dass der Erfolg dieses russischen Angriffs bei den Rumänen doch sehr schnell sich abzeichnete. Während uns es gelang, auch vor unserer Stellung alle russischen Angriffe rechtzeitig abzuwehren und unsere Stellung auch nie an keiner Stelle von Russen erreicht oder gar durchbrochen worden ist. Down to the south of Stalingrad, a second pincer movement then began in equal strength and in equal force. So the Germans discovered that they were actually fighting on two fronts, to the north and the south. They very rapidly had to try and organize a defense, which was extremely difficult under the conditions which they were now facing. They had to try and stabilize the area of the front which the Romanians were supposed to hold, but which they weren't holding. They then discovered that they themselves were in the middle of a huge and a gigantic trap. This came as a very great shock to the German command, but it was really the weight, the speed and the ferocity of the Soviet counteroffensive which really took them by surprise. This was no little local counterattack. It was a counteroffensive on a major scale. On November the 22nd, the two Russian armies met and Stalingrad was encircled. The hunters had now become the hunted, and an urgent race against time began. During those first days of the encirclement, 300,000 men of the 6th Army, holding out in a pocket of 20 by 30 miles, had barely 6 days' rations of food and ammunition for only 2 days of serious fighting. Ominously, it was noted that many of its artillery batteries were already completely out of shells. To the men on the ground, however, the situation did not seem too alarming. As with the fluid front lines of modern warfare, they had often seen situations like this before. Georg Mautry, with the 226th Infantry Regiment, and Fritz Benter, of the 203rd Infantry Division, were in action with the 6th Army at the time. Ich hatte nie gedacht, dass die einmal da ja, die Durchbrecher wieder in die Russen. Ja, bei uns sind die nie durchgekommen vorher. Bei uns sind die nie durchgebrochen, bei uns. Ja, es ist nie vorgekommen vorher bei uns. Wenn sie mal durchgebrochen sind, wurden die von uns eingekesselt. Ja. Aber damals hat keiner gewusst, was da passiert damals. Ja. Aufgrund eines Befehls vom Führer Hauptquartier sollte nun die, ne, wie ich schon sagte, die 6. Armee sich einigeln, die in die Flucht geschlagenen Truppenteile, es waren vor allen Dingen die 44. Division und die 376. Division, sollten aufgenommen werden und sollten mit in die Verteidigung der Stalingrads einbezogen werden. Für uns war vorgesehen eine Stellung auf einem Hügelkamm im Nordwesten des Ringes, der sich um Stalingrad bilden sollte. Also zu dieser Zeit war uns natürlich klar, dass wir in dieser Stellung den Winter nicht überstehen können. Wir waren aber der Meinung, dass sich bei der Einschließung unserer Armee nur um eine vorübergehende Krisensituation handeln kann. Es wurde gesagt, wir müssten diese Stellung räumen und nach Osten Richtung Don zu marschieren, um nicht in die Gefahr zu geraten, schon in dieser Stellung von rückwärts von den russischen Kräften eingeschlossen zu werden.
Dadurch vollzog sich in den nächsten Tagen im November bis zum 23., 24., 25. November der gesamte Rückzug dieser Kräfte im Großen Donbogen, zu denen wir also als Nachhut gehörten. Und wir überquerten am 24. November bereits den Don nach Osten und hatten so das Gefühl, jetzt kann uns ja eigentlich im Augenblick jedenfalls nichts Schlimmeres passieren. Jetzt sind wir sozusagen im Bereich der Armee, der eigentlichen, der 6. Armee. Hope of salvation for the German 6th Army rested on a rapid and speedy breakout before the Russian siege lines could take shape. There are many convincing arguments to suggest that had they seized the initiative, they would have escaped from the thinly held Soviet line of encirclement. Unsere Hoffnung, dass wir vielleicht unter diesen Verhältnissen den Befehl bekommen könnten, nach Westen auszubrechen, um nicht in die Gefahr zu geraten, in eine große Einschätzung zu kommen, erfüllte sich nicht. Wir hatten zwar alle Vorbereitungen getroffen, uns war auch gesagt worden, wir sollten also alle Dinge, die uns unnötig belasteten, von den Fahrzeugen vernichten. Das führten wir auch durch. Wir führten nur noch das Notwendigste an Munition und Verpflegung mit. Alles andere wurde vernichtet. Aber wie gesagt, der Befehl, nach Westen auszubrechen, blieb aus. Im Gegenteil, wir bekamen den Befehl, jetzt im Westen, dieses Kessels von Stalingrad, und zwar war das für mich in der Nähe des Dorfes Dimitrievka, eine neue Verteidigungsstellung mitten auf der freien Fläche, auf einem Höhengelände einzurichten. On November the 25th, Paulus urgently requested permission to begin the breakout. Many of the more pragmatic commanders began to prepare their men for the obvious course of action, a breakout to the southwest to link up with the nearest German forces. Da kam, war ein ganz schöner, heller Wind am Morgen. Dann kam der Befehl, Stalingrad wird geräumt. Da mussten wir alles, was mitzunehmen war, mussten wir zusammenpacken. Dann hat es den ganzen Früh, sind in der Luft Explosion, in der Stadt Explosion. Und da haben wir uns immer gewundert, dann haben sie die Munitionslage und die Esslage, die Essvorräte, alles, was da nicht mitzunehmen gewesen wäre, ist alles in die Luft gesprengt worden. Und Mittag um 12 Uhr kam dann der Führerbefehl, Stalingrad wird nicht aufgegeben. Da mussten wir immer wieder in die alten Stellungen zurück. When the reply was received from Hitler's headquarters, it was greeted with disbelief. The Führer's orders were to move back into Stalingrad, where the army was to form itself into a fortress garrison and await relief. Was dort auch noch mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein Zwischenfall mit einem jungen deutschen Soldaten, diesen Zwischenfall werde ich nie vergessen, denn ich sehe ihn heute noch vor mir. Ich bin also zwischen den Bunkern, in denen meine Leute lagen, mal von einem Bunker zum anderen gegangen. Und da kam mir ein junger Soldat entgegen in normaler Kleidung. Der hatte keine Winterbekleidung an. Und er war ganz traurig und sagte mit einer halb gebrochenen Stimme, wo bin ich denn hier, wo kann ich denn hier hin, wo kann ich denn hier auch mal unterkommen und so. Und habe ich ihn mir angeguckt und dann habe ich festgestellt und von ihm auch erfahren, er war 8 Tage vorher mit einem Transport aus Deutschland per Flugzeug in den Kessel eingeflogen worden, in normaler Bekleidung, keine Winterbekleidung, und hatte sich von seiner Truppe verirrt und war jetzt hier allein. Eine ganz kurze, 3-monatige Ausbildung vorher und dann in den Kessel gebracht unter diesen Verhältnissen. Und was hatte er? Er hatte erfrorene Arme bis daher. Ich habe gegengeklopft und das war wie gegen Stein. Wir haben ihn natürlich bei uns aufgenommen, aber
da war nichts mehr zu wollen. Und ich kann nur sagen, es hat mich erschüttert, festzustellen, dass hier eine deutsche Dienststelle derartige junge Leute in unverantwortlicher Weise dahin geschickt hat. Nichts anderes als Kanonenfutter, aber unglaublich. Also das hat mich wirklich so erschüttert, dass ich also da lange dran geknabbert habe, bis ich das überwunden habe. Merely giving Stalingrad the title of Fortress Stalingrad didn't transform it into one. What existed was at best a thinly held line of infantry and foxholes, and it was never going to be enough to hold the pocket against the superior Russian forces outside. Man ist ja immer mal, man hatte ja dort oft keine Stellungen in dem Sinn, wie man sonst, wenn man sagt, wenn man vom Feld aus angegriffen habe, oder meistens waren wir ja in der freien Natur. Wir waren ja wenig in Orte, haben wir uns ja kaum aufgehalten. Wir waren ja immer in der freien Natur. Da haben wir von unseren Löcher aus, ist es dann wieder weitergegangen. Das war dort anders. Dort waren ja nur noch Löcher und Haufen Trümmer in Stalingrad. Da war ja alles kaputt. Da war ja nichts mehr Ganzes. Da hat man eben irgendwo, wo man eine schöne Stelle gefunden hat, ob das nur ein Loch war oder ob das irgendwie ein Stück Mauerrest war oder was es auch war. Und da bin ich durch Granatwerfer verwundet worden. Na, die habe ich ja da auch in den Neu geschossen. Ne? With the benefit of hindsight, it is obvious that once the chance to escape was missed, the 6th Army was inescapably doomed. At the time, however, many of the officers and men still held an unshakable belief in the powers of Adolf Hitler. On November the 26th, Hitler delivered a personal message to the beleaguered troops of Stalingrad, ordering them to stand fast and promising to do all in his power to support them. The problem of supplies was turned over to the Luftwaffe, which had so efficiently supplied the pocket of Demyansk the previous spring. At Demyansk, however, it was only a single German corps, which had been cut off by the Soviets, that had been successfully supplied from the air by the Luftwaffe. Hermann Göring, the boastful commander of the Luftwaffe, now assumed that when the 6th Army was cut off in Stalingrad, he could supply the entire army. But at Stalingrad, some 300,000 men were trapped away from the German lines, facing a much better equipped, better organized, and more experienced opponent. So although there are some parallels between Demyansk and Stalingrad, the sheer number of troops involved made it impossible to supply those men with the food and the ammunition that they required. In consequence, this army was always going to starve. Wenn mir irgendwie konnte Gefangene oder gefallene Russen kriegen, da haben wir die Säcke links gemacht und haben von denen geholt, was er hatte. Die hatte immer eine Handvoll Sonnenblumenkerne. Hatte die gehabt. Und der Machorka, der Tabak, haben sie auch gehabt. Da haben wir den Gefallenen, haben wir das abgeholt. Da haben wir es gehabt, da haben wir halt ab und zu am Tag so 2, 3 Sonnenblumenkerne gegessen. Und diese haben uns geholfen, so schwer wir gerade nicht mehr rauskommen. So schwer wir verhungert an der Ort und Stelle. Hermann Göring had boasted that he could fly in 550 tons of supplies per day. Despite the skepticism of the Army's chiefs of staff, the airlift began on November the 25th. The results of the first days of the operation were ominous for the troops still fighting the rats' war among the cellars and ruins of the city. Only 140 tons were delivered on day one. The same quantities arrived on day two, and on the third day, no supplies whatsoever reached the desperate German forces. Dieser Einsatz nach Stalingrad war mein erster fliegerischer Einsatz während des Zweiten Weltkrieges. Ich habe dann in 4 Monaten
in deren Zeit ich bei dem Transportverband war, noch 90 Einsätze geflogen. Wir hatten als Aufgabe Versorgungsgüter für die sterbende Armee in Stalingrad hinzubringen. Einmal Sondermunition und Verpflegung, Brot in Säcken und Wurst auch in Säcken, die wir ohne Lastfallschirm ab. Die Sondermunition warfen wir in Kisten mit Lastfallschirm ab. Only two landing strips were available in the pocket at Stalingrad. Both were about 15 miles from the city. The exposed nature of the two fields at Gumrak and Pitomnik meant that the Luftwaffe had no safe landing grounds in the vicinity of the 6th Army. Leonhard Müller describes what he saw when he arrived at Gumrak. Da lag alles voll mit Verwundeten. Der ganze Haufen war es, haben die zusammengesessen. Es war ja sehr kalt. Und um sich zu wärmen, haben sich immer so Klumpen war es zusammengesetzt. Das waren nicht 10.000, das waren vielleicht 30.000 oder noch mehr, die da überall rumsaßen. Und alles verwundet gewesen. Wo wollten sie hin? War alles voll. Die Bunker waren voll. Was man frei hatte, war alles voll. Man war bedrückt. Das war unser Schicksal. Das hat man einfach so hingenommen. Wenn man darüber nachgedacht hätte und das inhaliert hätte, dann wäre nicht, wenn man nicht ins Flugzeug gestiegen. Das durfte man nicht. Deaths and injuries among the German soldiers were rising at such a rate that the overworked medical teams had no chance of treating any but the worst cases. Früher hatten wir mit unseren Verwundeten bloß die Erstversorgung gemacht und schwere Verwundungen wie zum Beispiel Bauchschuss oder Kopfschuss weitergegeben. Aber das mussten wir jetzt selber machen. Außerdem hatte ich das Pech, dass mein zweiter Chirurg nicht mehr bei uns war. Der war krank geworden und ich hatte nur einen Chirurgen und der nächste, der noch eine gewisse chirurgische Ausbildung hatte, war ich. Ich war also praktisch moralisch verpflichtet, wenn ich meine Leitungsfunktionen erledigt hatte, mich dann an den Operationstisch zu stellen und meinem Kollegen Chirurgen zu helfen. Und das habe ich meistens abends von 19 bis 24 Uhr mit einer sonderchirurgischen Arbeitsgruppe gemacht. Da war viel Schreckliches dabei. Oh, zum Beispiel, nur als Beispiel, was erzähl's nicht gern. Unterkiefer, alles hier weg, hat nichts mehr gestanden wie der Oberkiefer. Und die haben geschreit nach Wasser. War kein Wasser da für sie trinken oder gar nichts. Und wenn, dann wäre es ja links und rechts vorbeigelaufen. Der hätte gar nichts können machen. Ne? Der andere, der hat die zwei Augen, alles, Oberkopf, alles kaputt. Und der andere, der hat den Bauch, der hat eine Bauchschüsse gehabt mit mehreren Schüssen drin. Also das kann man gar nicht mehr so sagen. Zum Beispiel einer hat auch bei uns, der hat eine Geschlechtsteilverletzung gehabt. Und zwar eine Hauptschlagader. Da hat das Blut gespritzt, wie weit, was wollte er machen? Zugehalten, festgehalten, geholfen, also er ist gestorben. Auf dem Hauptverbandsplatz bin ich operiert worden und wachte dann auf in einem Bunker, in dem wir zu, na ich schätze mal, 40, 50 Verwundeten lagen. Aber da war auch keine Panikstimmung und nichts. Man hatte sicherlich Schmerzen, aber es wurde sehr großzügig mit Morphiumspritzen umgegangen, so wie man nur irgendwelche Beschwerden hatte dann, und sich mit Schmerzen meldete, kam sofort ein Sanitäter und spritzte einem Morphium. In dem Augenblick, wo eine solche Spritze angesetzt wurde, da sieht man plötzlich alles rosarot und ist alles wunderbar und schwerelos. As the German perimeter of control around the city shrank under Russian pressure, this situation consistently deteriorated. Thick fogs made flying hazardous, if not impossible. Freezing temperatures meant that aircraft servicing became a tortuous task for the German mechanics. Added to this, the Red Air Force was increasing its sorties, and the tactics of its pilots were sharpening as the conflict wore on. Nearly 500 of the lumbering German transport aircraft were shot down in the doomed attempt to keep the garrison supplied.
on the ground, the Red Army was constantly strengthening its anti-aircraft defenses. Und ich schaute raus, sah auch oft das Flakfeuer, aber Gott sei Dank wurden wir nicht getroffen. Und die hervorragende Leistung des Flugzeugführers war, dass er vermieden hat, dass wir in das Flakfeuer kamen. Beim Rausflug mussten wir über die leichte Flak fliegen. Wir waren aber sehr tief, wir waren nur wenige Meter über dem Traktorenwerk. The airlift proved a fiasco, and the German troops soon began to starve. Besonders erschreckend war dann, dass plötzlich ein Mensch, ein Mann, ein Posten dort tot im Panzerdeckungsloch aufgefunden wurde, der dort eingesetzt war als Wachtposten in der Nacht. Und es stellte sich dann heraus, nachdem er also nach hinten abtransportiert worden war, dass diese Unterernährung dort. The airlift was only part of Hitler's strategy to relieve the situation in Stalingrad. Von Manstein was ordered to form a new army group, Army Group Don. This scratch formation included the 6th Army and the elements of the 4th Panzer Army, which were also trapped at Stalingrad. Outside of the Russian siege lines, the relief force was made up of those parts of the 4th Panzer Army not trapped inside the ring at Stalingrad, supported by the remnants of the badly mauled Romanian forces. Despite the fact that this force was obviously too weak for the task, something had to be attempted. The orders issued to General Hort, charge of the 4th Panzer Army, were to bring the enemy attacks to a standstill and recapture the positions previously occupied. The other element of von Manstein's strategy involved an attack by the mobile elements of the beleaguered 6th Army, who were ordered to break out westwards to meet the advancing 4th Panzer Army. When both assault forces met, they would provide a corridor through which the remnants of the 6th Army, still engaged in Stalingrad, could be reinforced. Von Manstein's problems began even before his forces could attack the Russians. The reinforcements, which would give Army Group Don its only hope against vastly superior Russian numbers, failed to arrive. The 4th Panzer Army was forced to launch the offensive alone. Worse still, the Russian strength in the area was increasing. Hans Soest remembers vividly the sight of Russian forces streaming towards him across the steppe. Die Russen waren in Scharen gekommen. Sie müssen sich vorstellen, sie haben da so einen Panzergraben, da lagen wir drin und dann vom Norden her, von Stalingrad her, kamen russische Divisionen an. Zu Tausenden, zu Zehntausenden Menschen, schwarz voll die Erde von Menschen. Der Russe kämpfte ja nicht mit Material, sondern mit Menschen. Und wir hatten einen Bruchteil davon nur, wir hatten aber Material. Das war eine der fatalsten Situationen, die ich überhaupt in dem Krieg erlebt habe. Und erlebten dann auch bereits am 4. Dezember 1942, dass der Russe mit einer Panzerbrigade angriff, um diesen Kessel aufzuspalten in zwei Teile. Das gelang ihm aber nicht. Und dann waren 4 Tage etwa Ruhe. Und nach 4 Tagen versuchte er dasselbe noch einmal mit einer Infanteriedivision, die aber auch, deren Angriff auch gleich stecken blieb. Wir haben also eine große Zahl Panzer abgeschossen. Und damit war also sein Vorhaben beendet. Against all odds, by December the 17th,
Hood's panzers had reached a position only 35 miles short of Stalingrad. Their presence had already forced sections of the Red Army surrounding the city to break away from the siege to block the advance. By December the 19th, the relief force had gained another 5 miles and was just 30 miles from making contact with the 6th Army. Inside the pocket, encouraging rumors spread among the trapped army that help was at hand. Men, weakened by hunger and weeks of constant fighting, gained a new will to resist. They held on doggedly, straining their senses for the first signs of Holt's relieving panzers. Wir lagen ja an der Südwest-Ecke. Und wir haben so etwa um den 20. Dezember herum den Kanonendonner von der Armee Roth gehört. Und da haben wir natürlich alle aufgeatmet. Ich bekam auch als Leiter des Chefarztes der Sanitätskompanie den Auftrag, mich auf einen Ausbruch bzw. vorzubereiten, damit wir dort mit unseren Verwundeten so weit als möglich rausgehen konnten. Das war natürlich eine sehr harte Sache, denn alle waren nicht transportfähig. Einer musste also da bleiben. By mid-December, the River Volga had frozen solid, so that the Russians were able to build a road across it. The Russians could supply their forces in Stalingrad with food, with fuel to keep warm, with ammunition to keep fighting. By then, the Germans were cut off from most of their supplies, and as a result, each soldier was living on a couple of ounces of bread and half an ounce of sugar a day, not enough to stay healthy. At that level of consumption, the human body becomes very vulnerable to disease. And under those conditions of extreme cold, frostbite was another serious threat. The German soldiers started to die of starvation. Some were eating so little that they had no resistance to disease and had contracted typhus or diphtheria and were covered in lice. Ach, wir haben die Kleider haben wir wirklich angehabt, die haben wir nie gewechselt worden. Lice haben wir gehabt, Lice. Ja. Ich habe alle Tage mal Himmel ausgesucht, hab Lice gefangen. Ja. Ja. Ja, wir waren Zeit, dass wir in russische Häuser gekommen sind, hatten wir Läuse. Ja. Und in Stalingrad haben wir auch Himmel ausziehen können. Ich habe trotzdem mal Himmel ausgesucht in Stalingrad, noch Leute gesucht. Ja. Und die Läuse haben auch die Krankheiten übertragen, dann, die Läuse da. Ne? Von Manstein urgently requested Hitler to allow the 6th Army to retreat towards him and bring the Russians under fire from the east and west. Once the German forces met, then the 3,000 tons of supplies assembled behind the 4th Panzer Army could be pushed through to those retreating from the city. It would be a desperate gamble for the 6th Army. Only 100 of its tanks remained operational, and these held sufficient fuel for a journey of 20 miles or less. The physical ability of the half-starved troops under Paulus to mount any sort of mobile campaign was also questionable. Faced with these risks, and in possession of previous orders from Hitler to stand firm, Paulus did not attempt to break out. He doomed the majority of the 250,000 soldiers under his command to a slow and painful death. Weil Paulus nicht rauskommen wollte. Der hat nicht den Kessel preisgegeben. Wir bleiben hier, so wie der Führer es befahl. Das war so ein Jammer.
deprimierend auch für uns, die wir ja sahen, es hätte passieren können, es war machbar. Ja doch, es wurde schon mal erörtert, ob man ausbrechen könnte und sollte. Aber nachdem die Gruppe Hott nicht mehr herankam, wäre es ja sinnlos gewesen. Nicht, das wäre die einzige Möglichkeit wäre damals gewesen, wenn die Gruppe Hott von Süden an Stalingrad herangekommen wäre, dass wir selber nach Süden zur Gruppe Hott durchgestoßen wären. Manstein, in his own memoirs, went to great lengths to suggest that Paulus had the option to break out from the pocket and hadn't taken it. In reality, Manstein had authorized the launch of Operation Winter Storm, which was intended to be a relief operation. It was intended to get to the pocket and resupply the army. Meine Vorbehalte gegen den Generalfeldmarschall von Manstein bestehen unter anderem in einer ganz simplen Kleinigkeit. Warum ist der Generalfeldmarschall von Manstein nicht mal selbst in den Kessel reingeflogen? Nicht? Er war nie drin. Paulus was briefed to break out on receipt of the codename Thunderclap. Manstein never actually issued that codename. It is therefore unfair to suggest that Paulus had freedom of movement. Hitler had made it clear that Paulus didn't have freedom of movement. Paulus was carrying out his orders to the letter. Manstein hat ja ein Buch darüber geschrieben. Er hat sich oft die Frage vorgelegt, kann ich gegen den Befehl Hitlers handeln? Das ist natürlich eine sehr, sehr prekäre Geschichte. Und Paulus war in derselben Situation. Wenn er ausgebrochen wäre, ja, hätte das seinen Kopf gekostet, kann man sagen. Das war also nicht Einhalten eines Führerbefehls damals. Das ging nicht für einen normalen Soldaten. Aber andererseits gibt es ja auch Fälle, wo deutsche Generäle gesagt haben, hier kann ich nicht mehr gehorchen. Dazu gehört der frühere Kommandeur der 6. Panzerdivision, der Höppner. Der hat einmal diesen Befehl gegen Hitlers Standhalten, fest Boden nicht verteidigen, nicht eingehalten. Der ist ja zum Tode verurteilt worden hinterher. Christmas 1942 for the men trapped inside the pocket was particularly poignant. Plötzlich war bloß der Kanonendonner weg. Und ich persönlich bekam die offizielle Mitteilung, Ausbruch abgeblasen. Ich habe es nicht weiter erzählt, denn das war kurz vor Weihnachten. Und wir haben daher noch ein relativ gutes Weihnachtsfest gefeiert mit den restlichen Verwundeten. Denn vorher hatten wir etwa um den 20. rum etwa 300 Verwundete über den Flugplatz Pitomnik ausfliegen lassen können und waren nur noch jetzt ein relativ kleiner Hauptverbandplatz mit so etwa 50 Verwundeten, die so gut schon auf den Beinen waren, dass sie also bald wieder eingesetzt werden konnten. Wir haben also noch ein relativ gutes Weihnachten gefeiert. Ich persönlich allerdings wusste schon, was uns in etwa bevorstand. Pitomnik war der Hauptplatz für die Versorgung von Stalingrad, habe ich vorhin schon gesagt. Und von da aus sind wir verlegt worden aus dem Als in die Grütze ging, sind wir verlegt worden nach, ich glaube, Nizhitschiskaja. Und da haben wir Weihnachten gefeiert. Da lag nur eine 8-8 Flakbatterie. Und wie wir gerade so versuchten, ein paar Weihnachtslieder zu singen, hieß Alarm, die Russen kommen. Da waren russische Panzer am Anmarsch. Und unser Glück, dass die 8-8 da war. Die ist dann in Stellung gegangen, hat dann die Panzer alle dazu nichts gemacht. Die hat sie verballert, die kam gar nicht zu uns ran. For the men of the 6th Panzer Division, who had been prepared to sacrifice their own lives to win freedom for their comrades within the pocket and been forced to abandon them, Christmas overwhelmed them with emotion. Die Kompanie trat an und dann wurden Weihnachtslieder gesungen. Also ein unbeschreibliches Gefühl. Sie müssen sich vorstellen, wir sind dem Dilemma entronnen, unmittelbar erstmal. Die Kameraden im Kessel
sind nicht befreit worden. Und dann Heiligabend, der Gedanke an die Heimat, an die Frauen, die Kinder und so weiter. Also unbeschreiblich. As Friedhelm Hornig flew over the scene of devastation, the last act in the terrible tragedy was about to unfold.